du? Komm näher. Dein Kapitän braucht dich. Hier stimmt etwas nicht. Ich fühle mich nicht gut. Dieser Teufelssturm. Bei allen Kreisen der Hölle, was ist das? Und wo ist meine Kiste? Ich brauche meine Kiste. Hast du sie? Du räudige Landratte. Hier stimmt etwas nicht. So nah dran. Das ist ungerecht. Was passiert mit mir? Ich darf so nicht sterben. Nicht so. Yeah.
ich das Geheimnis der Insel. Jetzt kenne ich meine wahre Macht. Hallo. Das war eine unsanfte Landung, was? Du wirkst trotz allem ziemlich gesund und munter. Bist ein echter Glückspilz. Oh nein. Tja, das war ich vor langer Zeit, aber ich bin jetzt schon viele Jahre hier. Beobachter Leeson Rees. Zu Diensten. Die Freude ist ganz meinerseits. Wobei ich mir wünschte, wir würden uns unter besseren Umständen treffen. Es wäre zwar schön, wenn ich dir als Willkommensgruß einen Becher Met anbieten könnte, aber ich bin kein Begrüßungskomitee. Ich kam aus der Immerfallsiedlung her, um nach dem bösen Sturm, der dein Schiff versenkt hat, den Strand abzusuchen und um mich deiner unglücklicheren Kameraden anzunehmen, denke ich. Du bist dem Tod gerade so entronnen, aber sie sind als seelenlose Verlorene zurückgekehrt, als Ertrunkene. Das ist eine unangenehme Aufgabe. Aber ich könnte Hilfe dabei gebrauchen, sie zur Ruhe zu betten. Natürlich nur, wenn du willst.
Es ist grausam, aber vielleicht konntest du dich so verabschieden. Hey, bereit für dein neues Leben auf Eternum? Du wirst überrascht sein, denn es hat so seine Vorteile. Wie gesagt, habe ich zwar keinen Met dabei, aber ich hoffe, du fühlst dich trotzdem willkommen. Wärme dich am Feuer. Wenn du Lust hast, koche irgendwas. Das tut mir leid, aber hier gibt es köstliche Wildschweine. Besorge etwas Feuerstein und Holz und fertige ein Häutemesser am Feuer an. Dann... Feuerstein, Holz, heute. Feuerstein, Holz, heute Messer. Feuerstein, Holz, heute Messer. Dann kann es losgehen. Sehr beeindruckend. Das ist ein sehr gutes, einfaches Häutemesser. Das war nicht dein erster Versuch, oder? Und jetzt bist du bereit für eine kleine Wildschweinjagd. Sie sind widerspenstig, aber du kommst schon zurecht. Erledige eines, häute es und dann bereite dir ein paar Rationen zu. Das hast du dir verdient. Mmh, Wildschwein.
Das duftet köstlich. Du hast großes Glück, in Immerfall angespült worden zu sein. Hier gibt es das köstlichste Wild und auch sonst viel delikates Essen. Die Siedlung Immerfall ist nicht weit weg. Du solltest zügig dorthin gehen, aber ich wäre froh, wenn du noch bleibst und mir hier noch etwas hilfst. Vermutlich weißt du es schon, aber der Sturm, der dein Schiff und andere versenkte, er war nicht natürlichen Ursprungs. Ach, Verderbnis. Das gehört zum Leben hier zwar dazu, aber das war der schlimmste Sturm, den ich je erlebt habe. Gute Frage. Wir müssen ganz sicher sein. Und wir brauchen die Aufzeichnungen von diesen Schiffen. Vielleicht kannst du ja dabei helfen und nach Überresten dieser üblen Verderbnis suchen. Damit wäre uns schon viel geholfen.
Dann wollen wir mal. Danke. Das Gedenken an die Schiffe, die hier aufgelaufen sind, ist so eine Art Tradition in Immerfall. Es mag albern erscheinen, aber dadurch fühlen wir uns mit der alten Welt verbunden. Es sind immer noch Überreste der Verderbnis hier und das ist durchaus nicht gut. Genauer gesagt ist das eine echte Katastrophe. Wenn die Verderbnis hier Fuß fasst, wird sie in 0, nichts die Siedlung erreichen. Ganz einfach. Wir müssen die Quelle finden und sie zerstören. Was es auch ist, es ist wohl in der Unterströmungshöhle. Sieh dich mal dort um, aber sei bitte vorsichtig. Jede Art der Verderbnis ist unglaublich gefährlich. Thank you.
Thank you.
Unglaublich! Du hast wirklich diese verderbte Kreatur ganz allein erledigt. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Wenn der Ursprung der Verderbnis erst beseitigt ist, haben wir den schwersten Teil der Arbeit hinter uns. Aber die Siedlung darf das nicht ignorieren. Die Verderbnis wird offensichtlich immer schlimmer. Der Metkrug ruft zwar, aber ich sollte hier bleiben. War das so offensichtlich? Ich bitte dich nur ungern, schlechte Nachrichten zu überbringen, aber mit deiner sympathischen Art wird es leichter. Überbringe Aufseherin Misha meinen Bericht, damit sie die Lage begreift.
Sunny!
Die Siedlung liegt östlich von hier und sollte auf deiner Karte leicht zu erkennen sein. Hast du dich schon verlaufen?
Hallo, ich bin Aufseherin Misha. Sag mir, wie sieht es dort draußen aus? Es gab einen Sturm und dann hat der Bruchberg angefangen, Verderbnis auszuspeien. Es sieht übel aus, oder? Oh, verdammt. Ich wusste doch, dass das geschehen würde. Das ist alles meine Schuld. Seit Jahrzehnten klebt das Pech an mir. Alles, was ich anfasse, wird zu Dung. Und jetzt auch noch das. Ich würde eine Versammlung einberufen, aber ich fürchte, mein Pech könnte ansteckend sein. Wir brauchen einen Verderbnisexperten. Und jemand muss die Verteidigung stärken. Es ist erdrückend. Dieser Tage? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Da war mal ein alter Kauz, der stets von der Verderbnis schwafelte. Wenn der noch lebt, findest du ihn bestimmt in Königsfels. Aber erst musst du hier helfen. Normalerweise bin ich das, aber ich würde heute davon abraten. Zu deinem eigenen Wohl solltest du verschwinden. Erstatte bitte dem Magistrat Clark Bericht. Er wird wissen, was zu tun ist. Guten Tag. Du hast gewiss den Sturm und den Berg gesehen. Aber lass dich nicht unterkriegen. Ich erwarte jeden Moment einen Bericht von Wächter Reese. Oh, das kann nichts Gutes heißen, oder? Ja, das bestätigt unseren Verdacht. Die Verderbnis breitet sich aus. Ich nehme an, Reese bezieht sich auf dich. Dann hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir müssen uns vorbereiten und die Siedlung sichern. Es ist nur eine... Zuerst einmal müssen wir die Siedlung und dich beschützen. Du hast immerfalls sehr geholfen und dafür danke ich dir. Vielleicht, aber ich bestehe darauf, dass du zuerst im Gasthaus einkehrst. Ob nun hier oder in einer anderen Siedlung, ein jeder Soldat braucht ein warmes Bett.
Willkommen bei der Herbstrast. Hier herrscht immer buntes Treiben. Willst du dich einmieten? Dann sei mein Gast. Wortwörtlich.